Hey Leute, willkommen zu Teil 2 dieses Hausbauvideos zu Julians und Bettys neuem Haus, dem Lavendelhaus. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung, denn es macht natürlich mehr Sinn, euch hier Teil 1 dieses Hausbaus zuerst anzuschauen, wo wir die Grundform des Hauses gestalten, so wie es aktuell aussieht. Und jetzt hier im zweiten Teil die Einrichtung im Anschluss zu schauen. Außer natürlich, ihr seid kein Fan vom Häuserbauen und wollt nur Inneneinrichtungen sehen, dann ist das der Teil für euch. Denn hier werden wir wirklich sehr viel Zeit an der Innengestaltung verwenden, werden auch noch ein bisschen draußen gestalten. Das ist irgendwie so ein bisschen meine Reihenfolge bei den meisten Häusern. Ich habe auch schon manchmal anders gebaut, aber bei den meisten Häusern baue ich tatsächlich so. Ich gestalte erstmal die grobe Form von außen, beziehungsweise halt nicht die grobe Form, aber ich gestalte erstmal von außen, wie das Haus aussehen soll. Denn das ist mir meistens am wichtigsten an einem Haus, dass es von außen gut aussieht. Dann gestalte ich das Haus von innen, also die Räume. Den Raumplan, also ich lege den Raumplan fest, nachdem ich mit außen, also mit der Außengestaltung komplett fertig bin. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwie währenddessen bemerke, wenn ich irgendwie eine bestimmte Anzahl von Räumen oder eine bestimmte Menge an Platz wollte, fällt mir irgendwie auf, so wie das Grundstück aktuell gestaltet ist, passt da gar nicht alles hin. Dann ändere ich da doch nochmal was, aber normalerweise baue ich das Haus tatsächlich erst zu Ende, bevor ich mich um den Raumplan kümmere. Und dann mache ich also den Raumplan, dann gestalte ich das Haus von innen und dann gestalte ich nochmal von außen, also dekoriere mit Pflanzen, Wegen und so weiter. Das ist eigentlich so meine Herangehensweise. Ich weiß, jeder macht das irgendwie auf eine andere Art und Weise. Aber ja, das ist das, womit ich irgendwie so am besten klarkomme. Ich weiß auch nicht, wieso. Wobei, also ich habe schon so ein bisschen eine Ahnung, wieso. Weil ich, wie gesagt, als erstes möchte, dass das Haus von außen sehr gut aussieht. Das ist irgendwie für mich Priorität Nummer 1. Dann als zweites möchte ich natürlich, dass es auch von innen ganz gut aussieht. Und da ich am wenigsten Ahnung davon habe, wie ich ein Haus von außen gestalten soll, also mit Pflanzen und so weiter, mache ich das als letztes, weil ich davon am wenigsten Ahnung habe, aber es natürlich trotzdem passieren soll. Wobei wir hier gerade eine Pflanze draußen platzieren. Also ja, das wechselt natürlich auch immer, wenn ich irgendwie spontane Idee habe, was man außen machen kann. Ich hatte auch zwischenzeitlich die Idee für Julians und Bettys Haus, wer im Stream war, wird sich daran erinnern, ein riesiges Raumschiff an die Decke zu packen, beziehungsweise ans Dach zu packen. Das sah wirklich aus, als wäre da ein Raumschiff gelandet. Das sah super aus. Leider hätte das halt den halben Wohnraum versperrt und das wäre halt ein bisschen ungünstig gewesen. Ansonsten hätte ich das definitiv gemacht. Aber ja, normalerweise gestalte ich tatsächlich dann den Außenbereich als letztes, weil das wahrscheinlich halt auch irgendwie so meine Prioritäten sind, was ich am liebsten mache. Wobei ich halt wirklich auch Phasen habe, wo ich am liebsten einfach nur einrichten würde. Aber das ist halt leider auch nicht das, was man zuerst machen kann, weil man muss halt eigentlich erst das Haus so bauen. Man kann es natürlich auch so machen, dass man irgendwie Raum für Raum baut und sich um das Äußere nicht so sehr kümmert, aber das ist mir tatsächlich auch sehr wichtig, deswegen mache ich das so, dass ich mich erst ums Äußere kümmere. Und dann fallen manche Häuser halt auch mal ein bisschen sehr groß oder ein bisschen sehr klein aus, wobei ich mittlerweile doch schon so ein bisschen eine Taktik entwickelt habe, doch so nach Gefühl das einigermaßen passend zu gestalten. Man muss sagen, dieses Haus ist doch wirklich sehr großzügig gestaltet vom Innenbereich her. Wir haben hier nicht nur eine sehr luxuriöse, moderne Einrichtung, sondern es ist auch wirklich sehr viel Platz und das allein für zwei Sims. Wir sind hier auch auf einem 40x20 Grundstück. Falls ihr mehr Details zu alledem wollt, schaut euch den ersten Teil an, da habe ich das auch alles sowieso nochmal erklärt. Wir sind hier auf einem 40x20 Grundstück, das heißt, wir haben wirklich eine Menge Platz. Ich weiß noch, wie zu Anfangs des Streams gesagt wurde, das ist aber wenig Platz. Und ich mir dachte, was? Nein, das ist reichlich Platz. Und jetzt im Nachhinein hätte ich am liebsten ein 30x20 Grundstück genommen. Erstens, weil die Grundstücksgröße sowieso weiter verbreitet ist als 40x20 und zum anderen, weil es definitiv auch ausgereicht hätte. Ja, aber wahrscheinlich könnt ihr das Grundstück so normalerweise eh nicht in eure Welt platzieren, denn wie ihr sehen könnt, ist das hier an einem Abhang gelegen. Das heißt, wenn ihr es auf normalen, geraden Grundstück platziert, dann wäre die Rückseite des Grundstücks total abgesenkt und das sähe sehr eigenartig aus. Ihr könnt das Grundstück natürlich insofern verwenden, dass ihr die Terrasse unten entfernt und alles einfach wieder begradigt. Das wäre definitiv eine Möglichkeit. Dann hättet ihr die Terrasse unten zwar auch, aber halt, ja, wäre die halt ein bisschen flacher, beziehungsweise könntet halt den Balkon herabsenken und so weiter. Also das wären auf jeden Fall Möglichkeiten.
Oder halt, ihr sucht irgendwie ein Grundstück, was so ähnlich ist. Wie gesagt, hier habe ich das in Riverview platziert, an diesem Fluss, gegenüber der Ivanovs und von Hale Breckenridge, einem der Junggesellen in der Stadt. Und da ist auf jeden Fall der Platz und da ist halt die Steigung auch passend, sodass ihr das da platzieren könnt, wenn ihr möchtet. Ich werde auch noch zwei weitere Grundstücke in dieser Art gestalten, denn ich habe direkt daneben noch Platz für zwei weitere Grundstücke gelassen und habe da auch noch zwei weitere platziert. Das heißt, solche Grundstücke in der Art wird es auf jeden Fall nochmal zwei weitere geben. Irgendwann, wann auch immer ich das machen werde. Aber ja, so viel dazu. Und hier sehen wir auch gerade eine Außengestaltung. Ich erinnere mich noch daran, wie ich im Stream da kurzzeitig weggegangen bin, um meinen Eintopf warm zu machen. Und als ich wiederkam und während ich gegessen habe, habe ich zwischendrin hier diesen Boden gestaltet. Das ist das, woran ich mich noch erinnere. was man sich so alles merkt, ne? Aber ja, das war sehr schön. Das war der erste Livestream noch, ne? Ja. Das war definitiv noch der erste Livestream. Denn ich habe dieses Grundstück hier in zwei Livestreams gebaut. In einem Livestream habe ich bisher, glaube ich, nur so zwei, drei Häuser geschafft. Also ich weiß auf jeden Fall, einmal ein Hausboot haben wir in einem Livestream geschafft. Und dieses kunterbunte Starterhaus habe ich auch in einem Stream geschafft. Und ich glaube, das war's auch, denn die meisten Häuser bei mir dauern doch ein bisschen länger. Vor allem, wenn es halt keine kleinen Häuschen sind, keine kleinen Starterhäuser oder halt Hausboote, dann dauert das tatsächlich doch ein bisschen länger. Und ich habe auch mal für das eine oder andere Hausboot mehr als einen Stream gebraucht. Ich liebe diese Pflanzen, die hier in der Küche da drüber hängen. Man kann sich natürlich vorstellen, dass das Kräuter sind, die da hängen, mit denen man sein Essen würzen kann. Oder es ist halt einfach auch nur Dekoration, aber ich liebe die, die sehen so toll aus. Es gibt tatsächlich einige Objekte aus Into the Future, die ich richtig gern mag. Und das hier ist halt eins davon, also das kommt mit Into the Future. Allgemein, ich liebe alle Objekte aus Into the Future mit diesen Pflanzen. Also da haben sie wirklich einige schöne Objekte verwendet, die halt doch sehr lebendig wirken durch die Pflanzen. Und ich habe die tatsächlich auch fast alle hier in dem Haus verwendet. Also ich habe doch einige Objekte aus Into the Future verwendet, auch den Kaffeeautomaten hier, den ihr gerade seht. Die Küchentheken sind an sich auch aus Into the Future. Und dann habe ich halt noch so ein paar von diesen Pflanzenmöbelstücken verwendet, wie ihr bald noch ein bisschen besser sehen werdet. Zum Beispiel der Kaffeetisch in der Wohnzimmerecke ist auch aus Into the Future und ich liebe auch den. Ich liebe sowieso Pflanzen und Natur und Grün und ja, deswegen ist das perfekt für mich. Die Küche hier ist doch eher schwarz-weiß gehalten. Ich hatte wirklich sehr lange probiert, diesen Kühlschrank zu gestalten. Ich hätte mir gewünscht, dass er glänzt, aber das ist ein Kühlschrank, der ist aus Late Night. Der glänzt einfach nicht, egal was für eine, was für ein Muster man da verwendet, der glänzt einfach nicht. Und deswegen sieht der halt so matt schwarz aus. Nicht ganz das, was ich wollte, aber hey. Ich hätte natürlich auch einen anderen Kühlschrank nehmen können, aber nein, ich hatte jetzt den. Und die Akzentfarbe für diesen Raum ist dieses wunderschöne, ich weiß nicht, Beere ist das nicht, aber so ein wunderschöner, kräftiger Rot-Pink-Ton. Die Farbe hat sich wahrscheinlich hauptsächlich Betty ausgesucht, denn das hat jetzt nicht unbedingt mit männlich-weiblich zu tun, aber ich glaube, Julian ist einfach nicht so ein Fan von Rot und Violett und solchen Tönen. Da ist er einfach ganz klischeehaft und mag Blau und Grün sehr gern. Und deswegen haben wir hier auch, doch eine moderne und mit vielen Weiß-, Braun- und Metalltönen gehaltene Gestaltung, die aber eben auch durch diesen doch eher feminineren Touch, durch dieses kräftige Rot-Pink aufgelockert wird. Also man kann sich vorstellen, Julian hat die Möbel ausgesucht und Betty die Deko, die Muster, die Textilien und so weiter. So wirkt das ein bisschen. Und ich finde, das harmoniert sehr gut. Ich muss auch sagen, der Stil von Julian ist dem von Jamie sehr ähnlich. Und ich finde auch, Julian hat sehr viel von Jamie. Das,
ja, dass er quasi so ein bisschen das Vorbild ist. Jamie ist der ältere Onkel, also was heißt der ältere Onkel? Jamie ist der Onkel von Julian. Julians Mutter ist Sophia und sie hat halt einen älteren Bruder, beziehungsweise Halbbruder eigentlich. Und das ist Jamie. Das ist einer der Start-Sims in meinem Let's Play. Damals war er noch ein Kleinkind, jetzt ist er ein Senior. Und ich fasse es immer noch nicht. Jedenfalls ist er halt ein sehr berühmter Politiker. Und ja, war in seiner Jugend auch doch ein bisschen, naja, eigentlich nicht unbedingt ein Frauenheld. Er hatte eigentlich eher sogar Probleme, eine Freundin zu finden. Aber hat das doch mit einigen Frauen versucht und hat lange gebraucht, bis er in Luisa dann seine Freundin gefunden hat. Ja, aber er ist halt auch sehr musikalisch, sehr charismatisch, sehr gut aussehend, würde ich auch sagen, hat auch blonde, lange Haare. Julian hat ein bisschen kürzere Haare, aber hat auch blonde Haare. Die hat er von seinem Opa geerbt, von Philipp, der halt auch Jamies Vater war. Und ja, und wie gesagt, die sind beide sehr musikalisch, sehr charismatisch und lieben beide auch diesen modernen, etwas futuristischen Stil sogar. Deswegen habe ich sowohl bei Jamies Haus, dessen Hausbauvideo auch noch irgendwann in ferner Zukunft kommen wird, irgendwann nächstes Jahr, als auch hier bei Julian diese Into the Future-Objekte verwendet, viele Pflanzen. Und halt eben auch, wie zum Beispiel diesen wunderschönen Kaffeetisch, die Pflanzenmöbel. Ja, ich liebe die Pflanzenmöbel, wirklich. Aber ja, das wollte ich einfach nochmal erwähnt haben, weil ich glaube, ich habe das im Let's Play gar nicht so deutlich erwähnt, aber Julian und Jamie sind sich doch sehr ähnlich. Er ist wirklich, denke ich mal, so das größte Vorbild für Julian. Noch mehr als sein Vater, ehrlich gesagt. Leon ist so ein bisschen, also ich möchte nicht sagen langweilig, aber ich glaube, Jamie ist halt doch schon so ein bisschen cooler, muss man sagen. Ich denke mal, vor allem so ein bisschen rebellischer Teenager wird sich dann doch eher den coolen Onkel als Vorbild nehmen, als den Autor-Journalist-Vater, der am liebsten Bücher schreibt. Das ist irgendwie nicht ganz so Julians Stil. Deswegen, ja, ist das so, wie es ist. Wir haben ja auch so ein bisschen rustikale Komponenten, allein die Lampe. Ich liebe diese Lampe, die ist aus einfach tierisch, aber ich nutze die am liebsten überall, weil ich sie liebe, weil sie wunderschön ist. Sie hat das Holzelement, sie ist groß, sie bietet viel Licht und sie ist trotzdem aber auch irgendwie ganz simpel. Deswegen mag ich sie wirklich sehr, sehr gern. Ich würde die auch in mein eigenes Haus hängen. Wenn ich ein eigenes Haus hätte, dann würde ich da definitiv diese Lampe aufhängen. Denn sie gefällt mir definitiv sehr gut und ja, finde ich, hat auf jeden Fall einen schönen Kontrast zu den hellen Möbeln, wie zum Beispiel diesem Kaffeetisch hier mit den Pflanzen, wie ich schon erwähnt habe. Der ist doch toll. Ja, und allgemein ist dieser Wohnzimmerbereich hier eigentlich hauptsächlich eine große Sitzecke, wie man sehen kann. Also hier kann man wirklich mit der Familie gemeinsam sitzen und quatschen, sich unterhalten, kann den Abend genießen, kann entspannt Musik hören und natürlich auch auf den Fluss hinausschauen, denn ihr seht, von drei Seiten ist dieser Sitzbereich mit Fenstern, von Fenstern umgeben, die halt wirklich eine atemberaubende Sicht auf den Fluss hier in Riverview bieten. Und es ist auch so ein kleiner Wintergartenbereich, denn ihr seht, wir haben hier viele Pflanzen, die natürlich sehr, sehr viel Sonnenlicht hier in der Ecke bekommen. Und ja, deswegen eignet sich das sehr gut. Es ist auf jeden Fall eine sehr grüne Ecke. Wir haben auch dieses wunderschöne Element über dem Esstisch. Ich habe das im Stream einfach platziert, weil ich so überlegt habe, wie können wir diesen großen Zwischenraum gestalten. Und ich habe das platziert und dachte mir, oh mein Gott, das ist das. Und gleichzeitig dachte ich mir, nein, das ist doch viel zu viel. Und dann haben die Leute im Stream aber gesagt, komm schon, das kannst du schon machen. Das ist in Ordnung, das sieht gut aus. Und deswegen habe ich das gelassen. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung zu diesem Element über dem Kamin, beziehungsweise vor dem Kamin und dem Essbereich, was ihr denn so davon haltet. Aber ich finde das super. Und dann habe ich halt noch die Regale da platziert, um den Kamin herum, wie ihr gesehen habt. Und da kommen dann später auch noch ein paar mehr Dekorationsobjekte von Julian hin, also wenn er eingezogen ist. Ich finde, das sieht super aus. Aber es war irgendwie doch schon ein bisschen gewagtes Design, meiner Meinung nach, weil das doch ein wirklich sehr, ja,
ein sehr auffälliges Element in diesem Raum ist. Dieses große Ding mit den Balken und so weiter, aber mit dem Kamin und mit den Regalen drumherum, das fügt sich richtig organisch in den Bereich ein. Und dann haben wir halt auch wieder diese Pflanzenelemente darüber. Und allgemein finde ich in dem Haus die ganzen Pflanzen richtig super. Ich liebe das. Es gibt für mich nichts Schöneres. Ich bin total schlecht darin, mich um Pflanzen zu kümmern, wenn ich irgendwie selbst welche hätte. Wir haben auch schon seit Jahren keine Leute mehr irgendwie Blumen geschenkt oder sowas. Ich glaube, meine Großtante ist die Einzige, die mir noch irgendwie Blumen schenkt. Aber da sie nicht in meiner Nähe wohnt, sondern bei meinen Eltern zu Hause, schenkt sie die mir quasi immer nur symbolisch und meine Mutter darf sich dann darum kümmern, weil bei mir würden die allesamt eingehen. Yay. Aber trotzdem finde ich Blumen schön. Ich weiß, also ich bin nur so verantwortungsbewusst, dass ich mich nicht um Blumen kümmern möchte, weil ich weiß, dass ich das nicht kann. Aber trotzdem sehen Pflanzen sehr, sehr schön aus. Ich finde, Pflanzen sehen halt draußen in der Natur nochmal ein bisschen besser aus, weil da gehören sie hin. Und deswegen finde ich das auch nicht so schlimm, dass ich keine Pflanzen bei mir zu Hause habe, weil die gehören meiner Meinung nach in die Natur. Da sehen sie am schönsten aus. Das ist schon in Ordnung. Aber ja, Julian und Betty kümmern sich auf jeden Fall sehr gut um ihre Pflanzen hier. Das sieht man, denn die sind strahlend grün und glücklich hier. Wobei ich mir vorstellen kann, vor allem diese Pflanzen da über diesem Balkenelement sind wahrscheinlich doch eher Plastikpflanzen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwelche lebenden Pflanzen sind, die da irgendwie genug erstens mal Licht und vor allem halt auch Wasser bekommen. Aber gut. Dann haben wir hier den großen Eingangsbereich, wo ich auch nicht so ganz wusste, was ich da machen soll. Wir haben hier vor allem ein Bücherregal. Ich liebe dieses Bücherregal. Das ist auch aus dem Store. Allerdings muss man dafür, glaube ich, ein bisschen suchen, das zu finden. Da gibt es so eine Seite mit mit versteckten Store-Inhalten. Das ist sogar gratis, aber weiß ich nicht. Dafür muss man halt ein bisschen suchen. Und dann haben wir hier halt zum einen okay, warte mal, war da ein Sprung drin? Ich bin ein wenig irritiert. Ist das meine Aufnahme? Jedenfalls sind wir jetzt hier bei den Schreibtischen. Ich bin ein wenig irritiert. Ich glaube, da hat jetzt meine Aufnahme ein wenig nachgehangen. Die Schreibtische finde ich auf jeden Fall sehr cool, weil es sind hier drei ineinander gestellte Schreibtische vor dieser großen Glasfront, die auch wieder in Richtung des Flusses zeigt. Also wenn das kein guter Arbeitsplatz ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, wenn du die ganze Zeit auf den Fluss schauen kannst. Kann natürlich passieren, dass du von deiner Arbeit ein bisschen abgelenkt wirst, indem du die ganze Zeit nur auf den Fluss schauen möchtest, weil der so wunderschön ist. Aber prinzipiell ist es natürlich ein super Arbeitsplatz, sehr inspirierend auf jeden Fall. Wir haben hier einen PC für Julian und auch einen für Betty, dann können die beide daran arbeiten. Wir haben hier auch noch ein paar CDs von Julian, der wie gesagt ein berühmter Rockstar wird und deswegen natürlich auch ein paar Platten aufnehmen wird. Dann haben wir da noch eine extra Musikanlage, wo er seine Musik nochmal hören kann oder wo Betty seine Musik hören kann, denn er wird bestimmt auch den ein oder anderen Song seiner Liebsten widmen. Ja, und ich mag diese große Schreibtischfläche einfach sehr, sehr gerne. Die sieht, finde ich, echt super aus hier vor der großen Fensterfront. Und das ist quasi ein kombiniertes Arbeitsschlafzimmer, wobei es ja auch kein richtiges Zimmer ist, denn es ist offen zum Rest des Raumes, was auch so ein bisschen impliziert, dass dieses Haus wirklich nur für zwei Personen gedacht ist. Denn wären hier mehr Leute, wäre das mit dem Schlafzimmer doch ein wenig unangenehm, das so offen zu haben. Aber es wirkt meiner Meinung nach echt sehr, sehr gut. Realistisch gesehen würde man vielleicht sogar irgendwie einen Vorhang bei den Treppen hinhängen, dass man das irgendwie zumindest optisch nochmal ein bisschen trennen kann. Ganz schalldicht wäre das dann natürlich nicht. Aber wahrscheinlich, wenn ich irgendwie in echt in so einem Haus wohnen würde und das Geld hätte, könnte ich mir vielleicht sogar eine Tür leisten. Aber wenn nicht, wenn mein ganzes Geld für das Haus draufgegangen ist, dann würde ich da vielleicht irgendwie einen Vorhang hinhängen oder so, dass man da so eine kleine optische Trennung hätte. Und das Bett ist tatsächlich ein ganz simples, modernes Bett aus dem Hauptspiel geworden. Tatsächlich, ich nutze auch noch Objekte aus dem Hauptspiel. Wer hätte es gedacht? Es hat irgendwie in dem Moment hier am besten hingepasst. Also selbst Hauptspielobjekte können noch sehr nützlich sein, wobei ich sagen muss, ich nutze tatsächlich sehr wenige Hauptspielobjekte. Aber wenn, dann freue ich mich da auf jeden Fall drüber. Und auch da haben wir wieder die wunderschönen Nachttische von Into the Future verwendet mit dem Pflanzenmotiv.
beziehungsweise mit Pflanze drin halt. Die sieht auf jeden Fall auch eher aus, als könnte die echt sein, weil da haben wir halt so einen richtig schönen Blumentopf darunter. Ich finde auch allgemein die Gestaltung einfach super. Also es ist an sich einfach echt eine super Idee für einen Nachttisch, oder? Gibt es sowas? So einen schönen Nachttisch mit Glasplatte und darunter so ein großer Blumentopf mit einer kleinen Blume drin, die auch nicht irgendwie zu weit nach oben geht, sondern die eher so eine flache Pflanze ist, die dann eher nach unten wächst. Ich weiß nicht, sowas gibt es doch bestimmt, oder? Weil das ist ein super Design-Element. Darauf muss doch bestimmt schon ein Designer gekommen sein. Ich meine, wenn die Sims-Leute drauf gekommen sind, dann wird da auch schon ein Designer drauf gekommen sein, das so zu gestalten. Dann haben wir noch ein Hundebett, denn was ich noch nicht erwähnt habe, Betty und Julian haben einen Hund. Genauer gesagt, der Hund von Bettys Eltern, Ginger, den haben sie mit übernommen. Der ist ehrlich gesagt sogar schon ein Senior, das wusste ich vorher gar nicht, dass der schon so alt ist. Vielleicht hätte ich ihn sonst nicht mitgenommen, aber es passt halt einfach. Julian ist ein Hundefreund und Betty liebt die kleine Ginger wahrscheinlich auch schon sehr. Deswegen haben die beiden den Hund mitgenommen und der hat hier natürlich ein Hundebettchen und dann natürlich auch noch die weitere Verpflegung und wird von den beiden auf jeden Fall sehr gut umsorgt, kann ich mir jedenfalls so vorstellen. Hier sind wir jetzt im zweiten Livestream angelangt, quasi. Hier, also bis dahin habe ich also im ersten Livestream gearbeitet. Wir haben wirklich sehr, sehr viel in einem Livestream geschafft, muss man ja dazu sagen. Auch wenn er so an die 6,5 Stunden ging oder so, aber trotzdem in einem Livestream bin ich doch erstaunt. Meistens habe ich irgendwie nach ein paar Stunden keinen Bock mehr, weil ich dann irgendwie echt... Also der Grund auch, weshalb ich ein Haus nicht am Stück fertig bekomme, ist, dass ich halt auch meistens so psychisch nicht schaffe, ein Haus bis zu Ende fertig zu bauen. Ich habe dann irgendwann einfach keinen Bock, keine Ideen, keine Lust mehr. Ich denke mir so, oh, das reicht mir jetzt an Hausbau für heute. Und dann mache ich irgendwann später wieder weiter. Ist sowieso ganz gut, wenn ihr irgendwie denkt so, boah, ich komme mir einfach nicht weiter, das sieht einfach nicht gut aus. Anstatt das wie ich zu machen und einfach das Haus sofort zu löschen, könntet ihr natürlich auch einfach an einem späteren Zeitpunkt nochmal zurückkehren. Das ist auch das Coole an der Hausbaureihe. Falls ihr die noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall vorbei. Da bauen wir jede Woche 45 Minuten lang an einem Haus, bis es irgendwann fertig ist. Und aktuell ist es ein WG-Haus, das man sowohl für Studenten als auch allgemein für eine WG nutzen kann. Und das ist das Coole, wie gesagt, an der Hausbaureihe. Ich baue da jede Woche 45 Minuten dran und wenn ich das nächste Mal zurückkehre, habe ich natürlich zum einen eure ganzen Kommentare und bin dadurch ein bisschen beeinflusst, aber andererseits habe ich auch selber nochmal einen neuen Blick auf das Ganze, was ich letzte Woche gebaut habe und kann da nochmal irgendwie meine Meinung ändern, Sachen umändern. Das ist wirklich super, also ich kann nur empfehlen, Häuser nicht sofort fertig zu bauen. Also ich meine, klar, wenn man irgendwie die Idee hat und total im Flow drin ist, sollte man die auf jeden Fall zu Ende bauen oder so weit wie es geht. Aber wenn man irgendwie nicht mehr weiterkommt, nochmal anhalten, nochmal das Ganze auf sich beruhen lassen, später wieder hinschauen und dann sieht das Haus nochmal ganz anders aus und man hat einige neue Ideen. Bei mir ist es teilweise so, dass ich auch, wenn ich gerade nicht im Spiel bin, manchmal drüber nachdenke bei Sims, was man denn erinnern könnte oder in letzter Zeit auch bei Planet Coaster, wie könnte ich das denn gestalten? Und dann liege ich so im Bett beim Versuch einzuschlafen und denke drüber nach, wie ich irgendwas umgestalten kann. Gut, ich meine, so obsessiv müsste jetzt nicht sein, so obsessiv wie ich, aber ne, prinzipiell hat man einfach schon einen anderen Blick drauf, wenn man an dem nächsten Tag nochmal zurückkommt und sich das nochmal anschaut. Hier haben wir also den besagten Hobbyraum, wir haben hier eine Ballettstange, wir haben ein Kampfkunstgerät für Julian und einen Zeichentisch und auch ein kleines Zeichen... Einen kleinen Zeichenblock für Betty. Und wir haben auch da wieder einige Pflanzen, wie ihr gesehen habt. Also auch das, das ganze Haus ist eigentlich wirklich mit vielen Pflanzen sehr, sehr pflanzenfreundlich gestaltet. Naja, nicht pflanzenfreundlich, aber wirklich mit vielen Pflanzen einfach gestaltet. Ich glaube, die beiden sind auf jeden Fall auch Pflanzenfreunde, kann man so sagen. Und hier, das Badezimmer ist natürlich auch sehr luxuriös gestaltet mit Badewanne und Dusche. Und wir haben hier allerdings kein Fenster. Es hat auch von außen komisch ausgesehen, da ein Fenster hinzupacken. Deswegen habe ich eine Alternative genutzt, damit das hier nicht ganz so trist und fensterlos aussieht, habe ich die Wand, die sogar in Richtung Fluss geht, hier mit dieser Into the Future Wand gestaltet, die einen Strand zeigt und ich finde, das wirkt auf jeden Fall sehr erhellend und sehr freundlich, da die Wand mit einem Strand zu gestalten. Erstens hat man da so ein Strandfeeling und zweitens ist das ja ist so ein bisschen
ein Fensterersatz quasi. Und das finde ich sieht ganz cool aus. Und wir haben ansonsten, wie gesagt, wie überall eine sehr luxuriöse Einrichtung. Ich weiß nicht, an welchem Punkt ich mich von der Idee verabschiedet hatte, dass dieses Haus irgendwie erschwinglich sein soll. Aber an irgendeinem Punkt, ich weiß nicht, wer im Stream war, wisst ihr noch den Punkt, an dem ich endgültig gesagt habe, ach, egal wie viel es kostet, ich hau hier einfach rein, was passt. Denn ich habe hier wirklich die luxuriösesten Sachen verwendet, wie es nur geht. Und das ist lustig, weil ich weiß, wie ich anfangs gesagt habe, ich möchte, dass die beiden sich das leisten können. Aber man muss sagen, die Familie konnte es sich doch einigermaßen leisten. Also 75.000 ungefähr ging von Seite der Familie Reuss in dieses Haus ein. Und dann von den Simovic noch den Rest, so ungefähr, weiß ich nicht, 40.000, 50.000 muss das gewesen sein, was da noch gefehlt hat. Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall okay. Das ist doch schon eine ganze Hausnummer für dieses Haus hier, muss man ja dazu sagen. Aber ja, es sind Julian, das ist unser Erstgeborener, okay? Und bei den Simovicis ist es das einzige Kind, da kann man schon auch mal ein bisschen mehr Geld herblättern. Ja, und dann, was wollte ich eigentlich gerade erzählen? Mir ist irgendwas eingefallen. Wir haben auch viele von diesen unsichtbaren Lichtern verwendet. Das sind diese weißen Vierecke, die ihr hier überall seht. Ja, die findet man auch im By-Debug-Menü. Und die sind halt im Baumodus sichtbar, aber im Spielmodus unsichtbar. Das heißt, wenn ihr dann in diesem Haus spielt, dann seht ihr die nicht. Aber vor allem, wenn man halt irgendwie mit mehreren Etagen arbeitet, mit offenen Etagen, also die Etage darüber keinen Boden hat und deswegen theoretisch Licht von der einen auf die andere Etage übertragen werden würde, was es aber in Sims 3 nicht macht, dann sind diese unsichtbaren Lichter sehr gut, weil dann könnt ihr dafür sorgen, dass die tatsächlich auf der unteren Etage, dass das tatsächlich auch Licht ist, ohne dass ihr nochmal eine extra Lampe platzieren müsst. Dann habe ich meistens alibihaft die eine Lampe oben platziert, in der oberen Etage. Von dort hängt sie halt quasi die Decke runter. Und darunter in der Etage, dort wo eigentlich auch die ganzen Möbel sind, da habe ich dann das unsichtbare Licht platziert. Und ja, das macht dann ganz gut Sinn. Vor allem, wenn man die Lichter auf alle anstellt, dann macht das Sinn, weil sonst wäre das auch ein bisschen komisch, wenn irgendwie die Lichter oben aus sind, aber unten plötzlich Licht ist. Ja, ist immer ein bisschen komplizierter mit diesen mehreren Etagen. Aber ich finde, das sieht einfach sehr gut aus. Falls euch schon aufgefallen ist, ich habe im, Geschoss unter diesem Erdgeschoss hier sehr viel Freiraum noch. Also quasi der komplette Grundriss hier von dem Hauptraum ist nochmal eine Etage tiefer, nochmal leer verfügbar. Das heißt, wenn ihr hier halt auch eine größere Familie wohnen lassen wollt, dann könnt ihr das auch problemlos machen. Denn ich habe da diesen Raum zwar komplett dunkel gemacht, also mit dunklem Boden und dunklen Wänden, aber das könnt ihr natürlich jederzeit ändern. Und dann ist das auf jeden Fall noch nutzbarer Platz. Müsst ihr, wie gesagt, die Wände ändern und dann solltet ihr ja noch eine Treppe reinpacken. Ich habe sogar schon den perfekten Ort für die Treppe auserkoren und zwar der Ort, wo die Tür zum Hobbyraum geht und wo dann auch noch diese kleine Garderobe bzw. dieser kleine Schrank ist. Die Wand ist genau 4 Kästchen lang, das heißt, da würde perfekt eine Treppe vom Eingangsbereich aus nach unten gehen und dort könnt ihr sie da halt in den restlichen Raum erschließen. Ihr könnt natürlich nur in Richtung des Flusses ein paar Fenster platzieren. Das heißt, so viele Fenster gäbe es da nicht. Aber da kann man natürlich auch viel mit künstlichem Licht arbeiten. Man kann auf jeden Fall noch ein paar Schlafzimmer platzieren. Was weiß ich, was man da noch so hinpacken könnte. Man könnte dann natürlich auch den aktuellen Hobbyraum zu einem Schlafzimmer machen. Und einen Hobbyraum bzw. irgendwie sowas in die Richtung Hobbykeller in das Kellergeschoss packen. Also hier ist auf jeden Fall noch mehr potenzieller Raum verfügbar und ich habe das extra so gemacht, dass ihr den ohne irgendwelche Cheats nutzen zu müssen weiterhin verwenden könnt. Hier seht ihr also gerade so im Hintergrund diesen freien Raum, den ihr nutzen könntet, wenn ihr wolltet. Dann würde ich zum Beispiel empfehlen, statt diesen großen Pflanzkästen halt auch die großen Fenster von der Etage darüber zu verwenden und so weiter. Dann haben wir hier noch ein Whirlpool platziert. Da würde ich halt statt des Whirlpools eine Tür platzieren nach draußen, also dass man da halt auch rausgehen könnte an der Stelle. Ja, so viel dazu. Das wollte ich einfach erwähnt haben, dass ihr hier auf jeden Fall noch mehr potenziellen Platz habt, den ihr nutzen könnt, wenn ihr wollt. Ich dachte, das ist eigentlich ganz praktisch, wenn ich dieses Haus baue, dass ihr, falls ihr das nutzen könnt, auch noch mal ein bisschen
mehr nutzen können, als ich das hier tue. Aber da wir halt hier nur mit zwei Sims spielen, brauchen die nicht noch eine weitere Etage. Die haben hier mit einer Etage schon sehr, sehr viel Platz. Das muss man denen ja auf jeden Fall lassen. Und wir haben natürlich die obligatorische Tischtennisplatte. Wer schon ein paar Videos von mir geschaut hat, weiß, Riverview und Tischtennisplatten, das ist eine Liebe fürs Leben. Auf jeden Fall habe ich wirklich sehr viele Tischtennisplatten in dieser Stadt verwendet. Und ja, natürlich darf auch hier keine fehlen. Und allgemein, ich hatte auch erst gedacht, Whirlpool ist vielleicht doch ein bisschen luxuriös für die beiden. Aber dann, wenn man sich das ganze Haus anschaut, warum sollte das noch luxuriös sein? Jedenfalls sind wir jetzt hier auch bei der Garage angelangt. Und hier habe ich vor allem die Waschmaschinen platziert. Die kann man eigentlich nur erreichen, wenn man das Garagentor aufmacht. Also wenn ihr in diesem Grundstück spielen wollt und das so lasst, das Layout, dann denkt dran, wenn eure Sims Wäsche waschen sollen, solltet ihr das Garagentor öffnen, weil es gibt aktuell keinen anderen Zugang zu dem zu der Garage. Was aber meiner Meinung nach eigentlich auch ausreicht. Und dann haben wir vor allem noch ein bisschen Stauraum, den ich versucht habe, einigermaßen gut zu gestalten. Ja, wir haben hier also ein paar Regale. Wir haben hier auch ein Nektarregal, falls eure Sims irgendwie noch Nektar übrig haben. Dann können sie den dort verstauen. Und natürlich auch noch einen weiteren Schrank. Wer weiß, was man da alles so braucht. Und auch da habe ich so ein bisschen versucht zu dekorieren und ja, noch ein paar Sachen zu finden, dass das hier auf jeden Fall auch belebt und bewohnt aussieht. Das ist eigentlich immer so ein bisschen das Wichtigste meiner Meinung nach bei Häusern, dass sie auch wirklich belebt und bewohnt aussehen. Deswegen gibt es hier noch so ein paar Sachen, vor allem natürlich Waschmittel und so weiter. Und dann habe ich hier noch diese Lichterketten aufgehängt. Die hat Betty da definitiv hingehängt. Aber sowas von, das sieht sehr nach Betty aus. Um einfach hier den Raum so ein bisschen aufzuhübschen, hat sie hier so ein paar süße, pastellfarbene Lichterketten aufgehängt. Das ist sowas von Betty. Und dann haben wir hier einerseits natürlich einen Garagenplatz für ein Auto, aber Julian hat sich hier ein Motorrad gegönnt. Ich dachte mir, ach komm, das können wir Julian doch gönnen. So eine richtig schöne Maschine in einem schicken Dunkelblau. Die passt zu Julian. Ich glaube, damit hat er sich auch so ein bisschen einen Traum erfüllt. In seiner ganzen Jugend hatte er kein Motorrad, aber ach ja, zu Julian passt das. Ja, Julian ist halt schon so ein bisschen so ein Draufgängerjunge und so. Ich mag ihn auf jeden Fall. Ich bin auch ein bisschen traurig wirklich darüber, dass er jetzt gegangen ist, aber er hat halt so seinen Lebensplan, sein Lebensziel und wir konnten ihn da auf jeden Fall auch alleine lassen. Er kommt da schon ganz gut zurecht mit Betty und auch mit sich selbst. Und wir haben hier noch ein paar Snowboards. Das heißt, die beiden gehen auf jeden Fall auch gerne im Winter gemeinsam snowboarden. Sowohl für Betty als auch für Julian haben wir eins hängen. Ja, also sie sind beide auf jeden Fall auch aktiv. Zumindest, ich weiß nicht, ob Betty wirklich aktiv ist, aber sagen wir es mal so, dank Julian muss sie es auf jeden Fall sein. Also ich glaube, Julian wird auch so sein, dass er seine Freundin dann halt einfach, beziehungsweise seine Verlobte, dann halt auch einfach mit hinschleppt. So von wegen so, hey, komm schon, Betty, du kannst das, du schaffst das schon, ich helfe dir und so. Und ich glaube, die sind halt echt ein süßes Paar zusammen. Wenn ihr auf jeden Fall mehr von den beiden sehen wollt, dann schaut ins Let's Play. Ich meine, mittlerweile sehen wir die ja jetzt nicht mehr so sehr, aber ihr konntet auf jeden Fall in früheren Folgen ein bisschen mehr von denen sehen. Falls ihr da irgendwie Interesse dran habt, kann ich euch das nur empfehlen, das Let's Play. Ja, und dann habe ich hier noch eine Treppe platziert, weil ich echt nicht wusste, wie die Sims da runterkommen sollen. Aber dann war das Einfachste, hier von der Terrasse aus noch so eine Treppe nach unten zu packen. Das heißt, theoretisch sollten die Sims nicht einfach so zu diesem Terrassenbereich hier unten kommen. Aber wer weiß, ob die da nicht trotzdem irgendwie den Hang lang laufen. Aber eigentlich ist er ja doch ein bisschen zu steil für die Sims. Ich hoffe es jedenfalls. Aber naja. Ansonsten könnte man das ja auch noch ein bisschen abzäunen. Aber das ist ja halt eigentlich wirklich so ein bisschen als privaterer Bereich gedacht, wo die Sims ja halt einfach ein bisschen Tischtennis spielen oder im Whirlpool entspannen können. Oh, stellt euch einfach mal vor, in eurem privaten Whirlpool, niemand ist irgendwie daneben, mit Blick auf den Fluss, abends gemeinsam in dem heißen Whirlpool sitzen. Oh, das muss so idyllisch sein dort. Also, das ist echt der Wahnsinn. Ich bin schon ziemlich neidisch auf Julian und Betty. Die haben schon ein wahnsinnig tolles Haus. Passend zu dem Namen Lavendelhaus haben wir hier natürlich auch noch ein bisschen Lavendel platziert. Versprüht auch noch mal ein bisschen schönen Duft neben der stinkenden Garage. Das ist eigentlich ganz schön. Und ja, dann hier noch so ein bisschen der letzte Schliff. Ich habe hier noch eine schicke, ein paar schicke Wände gestaltet, um da einfach für so ein bisschen, ja,
so ein bisschen Abwechslung zu sorgen, vor allem hier im Flurbereich, der hat doch ein bisschen sehr langweilig ausgesehen sonst. Und dann natürlich auch noch für ein bisschen mehr Beleuchtung gesorgt. Aber jetzt sind wir, glaube ich, auch schon fast zu Ende. Ich glaube, draußen wird vor allem noch ein bisschen was gestaltet. Ich habe noch ein paar Bäumchen platziert und so weiter. Und ihr findet dieses Haus, wie auch schon im ersten Teil erwähnt, natürlich im Sims 3 Exchange. Da findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das Grundstück herunterladen. Ich habe auf jeden Fall einige Store-Inhalter verwendet, aber ich glaube, ich habe in einigen Häusern schon mehr Store-Inhalter verwendet. Also ich glaube, es hält sich hier doch ein bisschen in Grenzen. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe es einfach mal. Und ich habe vor allem auch viele Sachen aus Into the Future verwendet. Das muss man auf jeden Fall sagen. Auch aus Wildes Studentenleben und aus allen anderen Erweiterungspacks so ziemlich, weil ich eigentlich an allen Erweiterungspacks irgendwie was Positives sehe und Objekte gern verwende. Aber Into the Future fällt mir da auf jeden Fall sehr auf, dass ich da wirklich viel verwendet habe. Hier sind wir auf jeden Fall in den Screenshots und auch in so ein paar Kamerafahrten drin, um hier so die Aspekte des Hauses euch ein wenig zeigen zu können, damit ihr da irgendwie besser seht, wie dieses Grundstück hier aussieht. Ich finde, das ist echt cool geworden. Das ist auf jeden Fall ein modernes Grundstück, aber es gefällt mir halt echt ziemlich gut. Und würde mich auf jeden Fall über Kommentare von euch freuen, wie euch dieses Grundstück hier so gefallen hat. Ob ihr da auch gerne einziehen würdet. Ich auf jeden Fall, denn es ist echt ein cooles Grundstück. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von modernen Häusern. Also ich würde es mir jetzt auch nicht unbedingt genauso selbst aussuchen, wenn ich es bezahlen müsste. Aber wenn mir jemand dieses Haus schenken würde, würde ich sowas von da drin wohnen. Ich würde so ziemlich in jedem Haus wohnen, was man mir einfach schenkt. Aber hier umso lieber auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich so zum Abschluss noch sagen soll. Alle wichtigen Infos, Links und so weiter findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ihr wisst, ich lese super gerne Kommentare und ich antworte auch gern darauf. Und würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn wir da so ein bisschen gemeinsam interagieren könnten. Und dann haben wir hier vor allem noch die schöne Sitzecke. Ich liebe die Sitzecke. Ihr könnt mir gerne sagen, was euer Lieblingsbereich hier in diesem Haus ist. Ich muss sagen, bei mir ist es der Wintergarten bzw. die Sitzecke. Sowohl von innen als auch von außen. Es ist auch von außen mein Lieblingsteil an dem Haus, mein lieblingsarchitektonischer Teil. Ich finde den einfach sehr, sehr schön. Auf jeden Fall ein sehr schöner Blickfänger an dem Haus. So ein bisschen auch das Element, weshalb ich gesagt habe, okay, dieses Haus möchte ich weiterbauen, weil mir das allein schon so gut gefiel. Hier seht ihr die beiden, wie sie ihren Hobbys nachgehen. Und dann haben wir hier natürlich noch den Schlafbereich und den Bürobereich, der hier am Ende des Hauses ist, am Ende des Flures. Doch ein wenig abgeschotteter, aber natürlich trotzdem noch ziemlich offen. Aber das war dann auch schon das Video. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, Leute. Wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Ciao.